Cortez? Cortez? Weißt du das auch? Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Moment. Wen sollte ich suchen, wenn ich nach Hause will? Hab ich auch schon vergessen. Westhouse? Ja. Brian Westhouse? Den muss ich finden. Ich will nach Hause. Nach Hause gibt's nicht. Hä? Wieso kannst du dir das nicht angucken? Ging nicht. Was wusstest du doch? Kannst du doch jetzt erst mal gucken. Müssen wir uns so angucken. Das ist schon voll important. Da klettern Leute den Turm hoch. Ist das der Turm von Babel oder? Nee, von Heinz. Ja, das ist irgendwie verblichen. Jetzt kommt die beste Stelle im ganzen Spiel. Er sieht wie ein Priester aus. Hallo? Hi. Du? Emilie, tu immer? Was? Ich verstehe nicht. Ah, ku. Starker in der Paras. Ihr normaler Rante Kandra. Ton, Maris. Oder Tier ist nicht dumm. Ja. Wo bin ich? Sankis tu etona tu kena voke. E magi kanetan on orsans. Wo ist das aus Sibylle Quarki? Echt? Aku kande. Gut. Wir rennen nach der Wotze. Sankal Koda Magi Toranze Schale. Na wenn, Allsprache. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Tue eres tue Montrageton. Tuet Vermeleane Fata. Du darfst nicht zuhören machen, weil ich glaube, dadurch lernt man das. Irgendwie, wir müssen auf jeden Fall noch Sibylle Quarki finden. Ja. Vielleicht, wer sind sie mal? Wer sind sie? Kene Sank Maris Ortana. Magike an Posaeton. Sare Avoca in Iriam Tue Idim. Okay, Cortez. Wo ist Cortez? Tu Tone Ken. Tu Ken Vernareana Fata Tim Tu Vernemeraton. Oh Mann, Sibylle Quarki. Aber ich hab's ja aufgenommen. Soll ich mal nicken? Genau, ich glaub's nicht. Aku, du Vater, sequantara, kennest stale, Tom. Dann hören wir halt zu. Keine Ahnung, wo das war. Ich hab ja alles durch. Aku, kande. Gut. Wir rennen nach der Wotze. Sankal Koda Magi Toranze Schale. Na wenn, Allsprache. Ja, hiervon, jetzt gibt's ja was Neues. Nee. Mach das mit Allsprache. Was bedeutet Allsprache? Maris tu fernere an aran tu etorenza log eton. Das muss ja eigentlich auch was sein, was man ganz oft machen könnte, weil wir haben das immer wieder wiederholt. Na ja, egal. Hab ich schon mal genickt, ja, ne? Aku kande. Gut. Muss ich einfach mal zuhören. Sankal koda magi toranza schale. Na wenn, Allsprache. Ja. Was wird das denn? Soll ich das machen? Nee. Alorta e fangen an Prasamtini ergeben. Du hast Cesar in Magier Sarai das Wissen Artirura zur Tour. Über Generationen. Eomani ist in der Allsprache. Einfach immer weiter zuhören? Nee, ich glaube, so muss man das machen, weil man dann immer mehr lernt oder so, aber. Jetzt hast du die Magie in dein Herz gelassen. Und dich der Allsprache, die in dir schläft, hingegeben. Ich verstehe sie. Dich. Du sprichst Deutsch? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Nein, Kind. Ich spreche kein Deutsch, sondern Naven. Die Allsprache von Arcadia. Arcadia? Moment mal. Wie bin ich hergekommen? Wo bin ich überhaupt? Und wer bist du? Oh. Entschuldige meine Manieren. Ich fürchte, die Beschäftigung mit alten Texten und der Umgang mit meinen Brüdern haben meine Manieren verkümmern lassen.
Was heißt das auf Deutsch? Dass ich unhöflich war. Mein Name ist Tobias Grenzrett, liebes Kind. Ich bin ein Westrum der Wächter, des Ordens des Gleichgewichts. Wir sind die Väter. Also, ich bin April. April Ryan. Dies ist wohl deine erste Reise durch den Riss. Keine Ahnung. Ja, ich schätze, das ist meine erste Reise. Ich... Dann werde ich dir alles erklären. Bist du allein? Ohne Mentor? Mentor? Na ja, da ist dieser Cortez. Er hat mir geholfen. Hat mir was über Magie und Wahrheit, Träume und Portale erzählt. Klang erst ziemlich verrückt, aber jetzt weiß ich nicht... Cortez? Wie der Satz zu Ende ging. Sehr gut. Dann komm, ich zeige dir Markuria, die größte Stadt aller Zeiten. Hier, hier heißt Markus. Markuria, jetzt ist die Stadt. So, ne? Jetzt wird's cool. Zum Tempel und ich beantworte dir alle Fragen, die sich ergeben. Sehr geil. Das ist so geil, weil als wir das erste Mal gespielt haben, waren wir noch mega klein, haben nichts geschafft, waren immer nur da am Anfang. Dann haben wir es irgendwann, als wir so alt waren, dass wir es auch spielen konnten, das gespielt. Plötzlich waren wir hier in so einer Fantasy-Welt. Das war so ein Bam. Und wie riesig und wie schön. Ja, ja, da gucken, was wir hier auf dem Marktplatz machen können, ne? Die läuft irgendwie von alleine da rum, ist das normal? Das sind wir gar nicht. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, wir wären das da hinten oben rechts. Irgendwie kann man gar nichts machen, ne? Ich darf die Marktstände ansehen. Ah. Oh, der verkauft jetzt ein Gremlin. Oh, Mädchenspiele. In einer fernsehlosen Welt bietet es prima Unterhaltung. Kra! Halt was die Schnauze, Blacky. Armseliger Vogel. Hey, du siehst selber leicht gerupft aus, Lady. Huch, ich wusste nicht, dass du sprechen kannst. Du siehst auch nicht gerade aus, als könntest du reden. Den will ich Papagei-Stimme. Ein sprechender Vogel. Hallo, ich bin ein Händler. Ich will Hütchen spielen. Gewinne ich immer. Wie wäre es mit einem Spiel, hä? Wertvolle Preise winken. Was gibt es denn zu gewinnen? Für den Vogel. Bare Münze. Du kannst deinen Einsatz verdoppeln. Oder einen der zahllosen exotischen Preise wählen. Ist da oben ein Brezel? Den möchte ich. Wie diesen antiken Dolmari-Krug aus Gien. Eine hervorragende gusseiserne Nachbildung Brezel. Des Mount Tirenei. Eine gusseiserne Nachbildung eines eine Brezels. Eine magische Walnuss Brezel. Aus dem alten Königreich Anseyel. Walnuss. Und diesen Brezel. Einzigartigen Brezel. Vogel. Vogel kann man wirklich gewinnen. Ja, hol mich natürlich. Hier raus! Doch, ja. Halt den Schnabel, du hässliches. Und er spricht. Ein Bombenerfolg auf Feiern und bei Kindern. Er ist unser Hauptgewinn. Ein echter Brüller. Ja, da müssen wir schon irgendwas kriegen, um. Ich glaube, wir müssen erstmal wissen, wofür wir den haben müssen. Aber kannst du ja trotzdem nicht spielen. Achso, wir haben vielleicht auch gar kein Geld. Das kann natürlich auch sein. Okay, leg los. Okay, leg los. Leg deinen Wetteinsatz, deine Investition auf den Tresen. Dann beginnt das Spiel. Den Ring. Bonbons. Nee, den Ring. Nee, ich spiele um Bonbons. Nein, ich glaube, du brauchst Geld. Würde ich jetzt mal so vermuten. Weil das wäre auch voll unlogisch, weil wir brauchen den ja noch gar nicht. Oh, es ging. Dann haben wir einen Vogel. Ist das Gold? Haben wir den nicht eh schon? Ich nehme nur arkadische Eisenmünzen und anderes Edelmetall, junge Dame. Mit deinem Gold kannst du woanders hingehen. Gold? Wertlos? Ich glaube es ja nicht.
Ah, jetzt wird's cool. Jetzt mag ich das Spiel wieder. Ich möchte Holz. Karten. Ist das die Oma? Karten! Karten? Wie wär's mit einer, Fräulein? Ich mag Karten. Beste Qualität. Von erfahrenen Sonnenreitern handgezeichnet. Sonnenreitern. Ich mag, Karten sind immer das Beste in so Fantasy-Büchern und sowas. Ja, finde ich. Und bei Star Fox will ich auch mal Karten kommen. Gibt es auch einen Stadtplan? Leider nicht, Miss. Die Tourismusgilde hält das Monopol für Stadtpläne. Du musst von außerhalb kommen, sonst wüsstest du das. Aber vom Nordland habe ich massenhaft Karten. Von der Stadt Tyron bis zur Feuerbucht. Karten! Ich stehe direkt vor Ihnen. Ja, wir haben eh kein Geld, das bringt alles gar nichts. Ne? Danke, heute keine Landkarte. Vielleicht gibt der Priester uns so ein bisschen Start. Fräulein, so spricht nur jemand, der sich noch nie in Riverwood verirrt hat. Ohne Landkarte wird jeder Wanderer eine Karte Beute für die Maulwürfe. Wir brauchen Quickly Quackmeier. Landkarte! Kopf. Das ist ein Kopf. So einen habe ich auch. Auf meiner Schulter. Ob das jemand Bestimmtes darstellen soll? Du guckst ein bisschen zu tief, aber... Achso. Gut, Marc, hier gibt es ja wahrscheinlich noch 1000 Sachen zu erkunden. Unbekanntes. Das möchte ich mir jetzt angucken. Sie bleibt einfach stehen. Sie will das nicht. Rupert. Das ist Rupert Grint, der Schauspieler von Ron Weasley. Aber es geht nicht. Ja, nicht zweimal drücken, oder? Hä? Drückst du vielleicht aus Versehen rechte Taste? Unbekanntes und Rupert geht nicht. Geh halt zur Frau. Hä? Ist das ein Bug oder was? Kehrt wieder zurück zum Priester und sagt Asible Quarki. Ich glaube, man kann nicht zum Stadttor, oder? Ich glaube, erstmal muss man mit dem wieder reden. Das war ja voll das Land. Warum wissen wir, dass der Rupert da ist? Nur vom Sehen. Hä? Du bist an ihm vorbeigelaufen. Ach, das war eine Statue. Du siehst überall Leute. Ey, da links steht jemand. Ach, das ist nur eine Säule. Guck mal, auf dem Boden liegen ganz viele alte Damen. Verzeihung. Westrum Tobias? Ich sehe jemanden, der Rupert heißt, aber ich kann nicht mit ihm sprechen. Tobias. Einfach Tobias, bitte. Keine Förmlichkeit von so einem erlauchten Gast. Asible Quarki. Hat dir der Stadtrundgang gefallen? Schade. Ich weiß nicht, ich bin überwältigt. Hier sehe ich mit eigenen Augen Dinge, die es gar nicht geben kann. Ich denke immer, alles ist ein Traum. Ich muss jeden Moment aufwachen und alles wird wieder normal. Ja, aber stimmt jetzt auch. Es ist echt. Ich bin hier, sehe und rieche es. Es war nur ein Traum. Aber weißt du was? Nichts davon ergibt Sinn. Magie, fremdartige Wesen, Parallelwelten. Ich glaube einfach nicht daran. Das sind Märchen. Darum auch Kaffee Fringe. In deiner Welt. Aber echt so, weil er gesagt hat, die erste Reise durch die keinen Platz. Das ist der Fluch der logischen Technik und Wissenschaft. Sie engen die Vorstellungskraft ein. Das nicht. Fantasie ist in den Naturgesetzen, denen deine Welt anhängt, nicht vorgesehen. Aber die Magie hat auch Nachteile. Sie ist unberechenbar und neigt zum Chaos. Sie gefährdet das Gleichgewicht stärker als die Technik. Ich höre immer Gleichgewicht, Stark, Arcadia und... Game of Thrones. Es wird dir komisch vorkommen, aber ich weiß überhaupt nichts mehr. Wo ich hier bin, was ich hier soll. Ich weiß nur, dass in meiner Welt etwas Merkwürdiges vor sich geht. Ich hatte Träume, die so echt wirkten. Und auf einmal passierten Dinge im wirklichen Leben, die eigentlich unmöglich sind und... Ich fange am besten von vorne an. Du bist gewiss hier, um zu lernen, zu verstehen und alles selbst zu sehen. Du sagst, du glaubst nicht an diesen Ort. Aber du wirst dran glauben, wenn du die Wahrheit erfährst. Komm mit. Ich erzähle dir die Geschichte der Erde, wie du sie noch nicht kennst. Vielleicht wird dein Geist sich ebenso öffnen wie deine Augen und Ohren. Hoffen wir es. Komm. Wer blättert da eigentlich die ganze Zeit rum? Ach, jetzt kommt das hier.